Was geht YouTube? Herzlich willkommen. Wir haben eine Runde Herrschaft gefunden und die probieren wir jetzt einfach mal aus. Nächste Folge im RTC. So, jetzt haben wir mal die QBB LSW ausgepackt, Alter. Wenn ich den Nuklear damit schon hab, dann schickt mir bitte mal den Link davon. Ich bin sehr gespannt. Nein, 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 hör auf. Lecker. Das war lecker, der Kill. Oh nein, 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 nein. Stopp. Hey. Es muss nicht sein, Bruder. Bruder, Bruder! Mann, Alter. Mann. Ach komm, Digga. Okay. Drohne ist am Start. Nee, bitte nicht. Wie er mich snipen wollte noch, ne? So, der kriegt einfach nur gut zielen. Wupp. Mann, es muss in jeder Lobby diesen Menschen geben, Digga. Der mit seiner Scar und Plünderer ohne Zähigkeit, Digga. Er denkt, er kann ohne Zähigkeit gegen mich spielen. Die Waffe ist ja echt weird, Alter. Jo. Sein C4 hat ihn geholt, mein C4 hat nichts gemacht. Perfekt. So, komm her. Mhm. Die spawnen wieder vor mir. Aber die Waffe hat weniger Recoil, als ich befürchtet habe. Das muss ich ihr auf jeden Fall schon mal lassen. Okay. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob ich die schon mal gespielt habe in meinem Leben. Also wirklich nicht. Wahrscheinlich hatte ich keinen Bock, die auf diese Aufsätze zu spielen, die ich ja jetzt schon von automatisch frei habe. Bester Modus im Übrigen. So, jetzt können wir vielleicht schlau sein. Und den nehmen wir noch safe mit. Manu, Alter, du bist so gut, Mann. Die kriegen wir jetzt alle oder gar keinen? Zwei, na gut. Hellstorm muss ich auch mal wieder lernen, wie das funktioniert. Verlieren B. Manchmal erzeugt C4 auch nur kurz Rauch und man kann durchlaufen. C4 ist echt allround. Der ist down. Okay, die spawnen da vorne. Die werden jetzt in Headglitch gehen. Okay, die haben die wahrscheinlich alle, oder? Sichern die Alpha? Nee, oder? Okay, die kommen jetzt schnell hier rüber. Okay. Verlieren Charlie. Hm. Diesmal nicht, Digga. Und du passt nicht auf. Mann, das gibt's doch nicht. Gib mir doch die eine Sekunde, die ich brauche, um dich zu identifizieren. Aber wir haben, Digga, die dritte Folge am Stück ein Ehrenteammate. Aber bei der LSW ist die Magazingröße auch nicht so nice, glaube ich. Und diesmal gibt's das C4, Digga. Ohne Wenn und Aber. Kein Bock mehr, Alter. Hab ihn nicht gekriegt. Nein, Mann, wieder kurz vertan, Heli. Ja, genau den will ich. Komm, belastend. Ja, 18,5, ganz okay. Ich habe mir Mods in ClanTech gemacht, damit die Leute denken, ich bin ein Hacker von mir selbst. Ein paar Strategien muss man ja fahren, Freunde. Das war ganz nice, gerade die Szene. Solche Szenen machen, die motivieren einfach. Wenn man so 4 Kills am Stück macht. Wenn der Gegner wie der hier mal überhaupt nichts checkt. Wenn wir jetzt Glück haben, spawnen die hier. Wenn wir Pech haben, sind die rechts. Okay, sind die Scheune gespawnt, okay. Lass mich laufen, bitte. Okay, hier ist er oben drin. Der weiß, dass ich komme. Okay, der ist down. Capture Kill. 10 Schuss. Ich habe keine. Ich muss nachladen. Komm, ich will den Tarnheli mitnehmen. Ja, ja, gib mir das. Okay, komm her. Lass mich laufen. Okay,
okay, easy. Easy noch das Leben mitgenommen hier, Alter, und den einen Kill. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Tarnheli fast haben. Ach, da Arise hat also eine Quad-Nuklear, zumindest laut seinem Dingens. Sehr interessant. So, schön mitgenommen. Dann wurde ich fast gesniped von dem da hinten, der an der Tankstelle steht. Oh, Alter, das war so knapp, ne? Naja, was soll's. Okay, wir sind jetzt wirklich ganz kurz vor. Ich glaube, es sollte sogar fast schon reichen, die Flagge einzunehmen. Und dann die Headstorm rauszuhauen. Wollen wir es mal so machen? Ah, hat sogar so schon gereicht. Ach, stimmt, muss der Tarnheli platzieren. Ich habe das ganz vergessen. Ich dachte, man ruft den einfach so rein. So, der Tarnhelikopter. Ich habe euch ja schon die Tarnhelikopter-Story erzählt. Spawnen die hier? Yep. Jetzt könnten die Scheune spawnen. Ob der Tarnheli Arbeit macht? Ja. Nee. Nee. Der Spawn war aber nicht fair. Was, Taktikeinstieg oder ist da wirklich gespawnt? Kann ich gerade nicht einschätzen. Tarnheli-Abschuss. Das ist so eine Lobby, wo du nicht B einnehmen kannst. Wow, wir stehen so voreinander, es laggt und dann ist es einfach nur. Ah, okay, der Tarnheli hat mich gerecht. Wow. Tarnheli, Digga, rasiert komplett. Boah, der Tarnheli hat mich auch getroffen. Ich muss durchziehen. Tankstellen-Spawn rechne ich mit. Drohne. Wir könnten jetzt von hier kommen. Und Tankstelle sogar beides. Lull. Geil, beste Situation. Nice. Versuchen wir den Tarnheli wieder zu holen. Aha. Clever, cleverer Schachzug. Ah, Teammate ist bei mir. Das gibt's nicht, Freunde. Nee. Also das sind Tote, das kannst du echt keinem erzählen. Ah ja. Ach so, okay, auf den kann ich jetzt nicht mehr gehen, verstehe. 39,8. Ja, geht. Geht auf jeden Fall klar. Whoop. Was? Die Waffe ist aber sonst echt nice. Geile Szene, Alter. Richtiger Krieg war das eben kurz. Lol, der Typ hat zwei Esminen kassiert. Die Lobby geht sogar perfekt lange. Das will ich sehen. Alter, ich glaube, das hätte man nicht schaffen können. Ehre genommen. Das war wieder so lächerliche COD-Szene. Man sieht es ja schon, dass er da ist. Nee, Leute, also ich weiß ich auch nicht, Digga. Okay, die sind nicht mal so bad, ne? Wie stehe ich denn jetzt? 44-13. Das wäre so eine Runde, wo man auf Orbi spielen muss. Wo man einfach eine billige Nuklear mitnimmt und sich dann drüber freut. Mann. Ich verstehe die Lobby nicht. Ne. Guckt euch das an, wie der Typ mich noch versucht. Mann, Alter. Heavy. Das sah aus, als ob das richtige Bots wären. War.
Ach, in der Klasse habe ich keine Kugelweste, verstehe. Also die letzten Minuten, wie stehe ich die letzte Minute? 1 zu 7. Natürlich habe ich noch einen Ghost Shot kassiert. Wenn schon, denn schon. 45, 16. Alter, was war das für eine Lobby? Die sah erst so clean aus und dann war die so scheiße. Naja, was soll's. Der Typ mit der Quad-Nuklear steht sogar schlechter als ich. Lol. So. Guckt der gerade mein Video, der Typ, oder was war das? Okay, Level 33 haben wir jetzt immerhin erreicht, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Das Gegnerteam sieht eigentlich so lecker aus. Dieser Watch Assassin hat 18 Kills, wahrscheinlich alle 18 gegen mich, so wie es sich angefühlt hat. Aber in so einer Runde hat man wenigstens mal gut EP gemacht. Es spielen 8 Leute im Multiteam. Das ist jetzt meine Traumlobby. Kappa Klaus. 8 Leute, Alter. Ich weiß nicht, die Waffe. Habe ich wenigstens jetzt mal gespielt? Ich weiß nicht, habe ich unendlich Freischalttoken eigentlich? MP7 eine Runde wäre natürlich auch mal lecker. MSMC? Na komm, wir gucken gleich. Jetzt müssen wir eine Lobby finden, ey. Als ob die nicht Overflow oder Rage spielen wollen. Was ist los mit euch, Jungs? Komm, wir machen eine MP7 Schalldämpferklasse. Schalldämpfer-Magazinerweiterung auf Oldschool-Basis. Oh, ist schon wieder Standoff, ja? Auf Orbi-Spiel hat man wenigstens irgendeine Motivation. Auch wenn Standoff für mich eher eine AR-Map ist, gefühlt. Oh, das Alpha-Girl ist im Gegnerteam, Freunde. Das Alpha-Girl. Da bin ich sehr gespannt, ob die jetzt ihre Alpha-Fähigkeiten ausspielen wird oder nicht. Ist natürlich hier die große Frage, ne, Leute? Das Wort zum Sonntag sagt man ja auch. Okay, ich labere echt wirklich in diesen Folgen mehr Scheiße als sonst und das heißt schon was. Kirgistan, let's go. MP7, let's go. Loslaufen, let's go. Und wir packen jetzt direkt hier mal die Zweitwaffe aus. Rennen. Genau hier durch den Knick. Sind relativ weit vorne. Jetzt kommt aber Extrembedingungen gegen Leichtgewicht. Wer gewinnt hier? Na, Spaß. Okay. Kommt ein C4 geflogen. Ja, es fühlt sich so gut an gerade. Ich kann das Gefühl gar nicht. Boah, okay, das war crispy cleaner. Du wartest hier, weil du machst das schon, Digga. Okay. Es war richtig lecker. Vor allem der C4-Kill hat mir sehr gut gefallen. Okay, krass. Egal, Drohne haben wir. Hoch oder unten? Ey, was ist denn das? Lol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 . Ich bin fast gesniped gerade, hab's nicht gemerkt. Der beste Spieler der Welt. Ich wusste es. Wusstet ihr eigentlich, Leute, dass man mit Magazinerweiterung langsamer nachlädt? Ladet wahrscheinlich, oder? Das wusste ich erst richtig spät. Ey, das ist doch nicht normal, Mann! Alter, ist jetzt. Der Typ denkt auch, er wäre ein Geschützturm, oder? Lol, Mann. Guck mal, im Gunfight kann er nix, ey. Seiner Scar. Aber da. Yo, Auto hat ihn nicht geholt, oder? Alles klar, Digga. Yo. Hör auf jetzt. Frechdachs. So riskant, Digga. Er muss nur hinter mir spawnen. Ich bin sofort down. Ehre entwendet, Vorhaut gespendet.
Sonst müssen wir kurz mal abwarten. Der Typ pre-snipe mich wahrscheinlich, oder? Der riskiert es. Der challenged einfach. Okay, da hat mich die Kugelbeste gesaved. Ohne Kugelbeste hätte ich das nie im Leben überlebt. Wie One-Shot bist du, Digga? So, wir warten jetzt mal hier und machen jetzt den Orbi klar. Ein Kebab, bitte. Ah, da höre ich doch schon die Steps. Das ist so krass, Digga. Wirklich, das könnte in keinem Drehbuch stehen, dass der Typ da steht. Wirklich nicht. Okay, nein. Chill out, Dog. Na? Hello. Richtig riskant mit der MP7. Geil ist der da oben, kann die ganze Zeit nichts machen. Ich glaube, der wurde jetzt sogar gesniped. Gehst du hier rein? Mann, diese Runde macht Spaß. Zwei Leute komplett One-Shot geschossen, die wahrscheinlich gerade so einen roten Bildschirm haben. Ja, es hat genau geklappt, was ich mir gewünscht habe. Danke, Digga, dass du mir die Zeit gibst, nochmal nachzulegen. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Diesen Safe-Tankstelle gespawnt. Okay, eins für Orbi. Nehmen wir den nochmal mit in Orbi. Mann. Er hat so lange gezögert. Und ich weiß es, er wollte kommen. Eine von hier. Wie knapp war das? So. Nein. 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 Ich hab's überlebt. Ja, schade. Wenn eine nice Kill kam. 7er Quote ist auf jeden Fall am Stüssel. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Die letzte Runde war dann doch eigentlich nochmal ganz nice, würde ich sagen. Mit der 7er Quote, 28 zu 4. Haben wir Level 34 erreicht? Gucken wir nochmal kurz, warten wir mal ab. Schöner Kill hier. Variabler Zoom, kann es sein? Ja, ne? Schauen wir doch mal. 3000 Punkte in R34 haben wir erreicht. Sehr gut, Leute. Dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.